Halt den BTS ab. Willkommen zu einer neuen Woche voller aufregender Videos. Wir haben es geschafft, wir haben endlich unsere Website am Start. Wir haben die Apple-mäßig designt. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Check sie mal aus, wenn du Lust drauf hast. Unsere neue Website unten in der Beschreibung. Siehst du awesome. Heute geht es darum, wie du der Typ wirst, der am meisten Spaß im Club hast. Du kennst das bestimmt, du bist mit Freunden unterwegs. Ihr habt vielleicht ein bisschen was getrunken, vielleicht auch ein bisschen mehr und ungefähr so hast du dir deine Nacht vorgestellt. Links ein Mädchen, rechts ein Mädchen, der ganze Club liegt dir zu Füßen und dann, als ob das nicht gut genug wäre, lädt der Clubbetreiber dich noch ein, in seine Privatlounge zu kommen, weil du ja sowieso der coolste Typ im ganzen Club bist. Das passiert den meisten Leuten nicht so regelmäßig. Meistens ist es so, man kommt im Club an und fragt sich, okay, wie kriege ich es jetzt hin, dass diese Nacht, die ich mir im Kopf vorgestellt habe, wirklich passiert? Der Trick ist, fang an mit den Leuten zu reden, mit den fremden Leuten zu reden. Der Club ist nicht der beste Ort, um mit Leuten zu reden, aber gut, du wolltest diesen Abend im Club, jetzt bist du im Club. Also fang an mit den fremden Leuten zu reden. Fang an der Tür an. Rede mit der Person neben dir in der Schlange. Sei kurz freundlich zum Türsteher. Mach Witze mit der Person an der Garderobe. Egal mit wem. Sobald du ankommst, rede mit fremden Leuten. Dadurch merkt dein Gehirn, okay, wow, wenn ich in dieser Umgebung mit fremden Leuten rede, da passiert mir ja gar nichts Schlimmes. Niemand kriegt das mit, es ist sowieso ultra laut. Auf der Straße ist es eine ganz andere Sache. Es ist ultra laut, niemand kriegt mit, dass ich mit fremden Leuten rede. Ich kann ja einfach machen, was ich will. Fang früh damit an. Das ist wie Aufwärmen für einen Marathon. Wenn du jetzt einen Marathon laufen willst, dann sagst du ja auch nicht, let's go. Sondern du ziehst dir erst deine Laufschuhe an, packst dir eine Banane ein, wärmst dich ein bisschen auf und dann läufst du den Marathon. Ungefähr so ist es im Club. Wenn du der Typ sein willst mit dem meisten Spaß im Club, dann musst du dich ein bisschen aufwärmen und fang damit so früh wie möglich an. Wenn du erstmal drin bist im Club und alle anderen haben Spaß, weil sie ihre Gruppen haben, weil sie viele Leute kennen, dann denkst du irgendwann, oh, okay, die kennen sich sowieso schon alle. Ach Mensch, ich habe irgendwie den Punkt zum Einstieg verpasst. Und dann bist du noch angespannter. Deswegen fang sofort an mit dem Mädchen in der Schlange neben dir, mit dem Türsteher, mit der Person von der Garderobe. Fang sofort an, mit fremden Leuten zu reden. Dein Gehirn merkt, oh, okay, hier passiert nichts. Du wirst langsam lockerer, du kriegst langsam mehr Spaß. Und du merkst, hey, ich kann hier machen, was ich will. Wenn du der coolste Typ im Club sein willst, und das kannst du sein, wenn du es willst, fang sofort an, mit den fremden Leuten zu reden.